zusammen. Heute wieder Neues aus der Werkstatt. Es wird dir jetzt schon kalt oder was? Nee, aber warum heißt das denn Hoodie? Ja, also, wegen der Mütze hier drauf. Ja. Deswegen heißt er nicht Pulli, sondern Hoodie. 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 Und so neue Hoodies. Bei uns im Shop zu erwerben für 5.867,23 €. Wegen Hoodie. Bei zwei Stück gibt es Rabatt, 23 Cent Rabatt. Wegen der Hood. Robin. Ja, Robin Hood. Wegen dem. Ja, Robin Hood. Mir ist so kalt, weil... Folgt ihm seine Bande, Robin Hood. Ja. Weil wir haben eine Klimaanlage. Ein Kühlgerät. Haben wir jetzt gerade neu erworben. Unglaublich, das funktioniert im Prinzip wie eine Klimaanlage im Auto. Du, Klimaanlage im Auto ist geschlossen. Das Ganze hier ist ein offenes System. Es wirkt, geht auf Verdunstungskälte. Schau es mal an, unglaublich. Aus Amerika, die Amerikaner lassen sich Sachen einfallen, die gibt es noch größer. Bei denen größer. Ist auch viel wärmer als bei uns, oder? Was? Bei denen ist auch viel wärmer als bei uns. Ja. Also, machen wir mal hinten auf. Kann ich mal gucken, wie das Ding funktioniert. So. Sollen wir den mal ein Stückchen nach vorne schieben? Ja, geht doch gut. Oder geht das hier läuft das Wasser durch. Durch diese Blöcke. Da unten ist einfach Wasser drin. Da sind 200 Liter Wasser drin. Und eine Pumpe fördert das Wasser hier durch diese Pappblöcke oder was das genau ist. Fördert das nach oben. Genau, fördert nach oben, das läuft dann hier durch. Die Pappblöcke werden damit durchspült. So, und das kennt ihr bestimmt früher, bei unserem Frühjahr zumindest, hat man sich so Handtücher vors Fenster gehangen. Ne? Ja. Auto so ein bisschen aufgelassen, Handtücher davor, weil dann entstand Verdunstungskälte. Wenn Feuchtigkeit verdunstet, nimmt es die Wärme auf, transportiert es weg. Und dadurch wird das durchspülte Luft kühlt sich eben ab. Die mittransportierte Luft kühlt das ab. Das mache ich bei mir in der Halle zum Beispiel. Mache ich die Tore vorne und hinten auf. Mache den Hallenboden ganz leicht feucht, aber nur ganz leicht, damit es auch recht schnell verdunstet. Und damit kann man die Hallentemperatur ein kleines bisschen senken. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir nämlich auch sowas. Hier kann man noch ein bisschen die Wasserstärke regulieren. Das heißt, das Wasser wird einfach hochtransportiert. Wenn es richtig heiß ist und wir haben es jetzt, mal gucken, jetzt haben wir schon so um die 30 Grad, ist jetzt hier. Und hier kann man den Lüfter noch einstellen. Und die Jungs lieben es. Wir können auch gucken. Ja, das im Prinzip ist das nur ein Lüfter, der läuft. Der die Luft von hinten durchzieht, durch diese eine Art Pappe ist das, Hartpappe, zieht das da durch und nimmt dadurch die Feuchtigkeit mit und dadurch entsteht diese Verdunstungskühle. Das Geile ist, wir haben hier eine feuchte Luft, also am Tag werden ja diese 200 Liter aufgebraucht bei einem warmen Tag und dann haben wir hier eine feuchte Luft drin, die Jungs sagten schon, das ist super, ja, der Josch hat nicht mehr so eine trockene Nase und guck mal an hier. Das ist angenehm. Sind jetzt 19 Grad. Und je wärmer es wird, desto mehr arbeitet natürlich diese Verdunstungskälte und also es verdunstet besser und dann wird es auf jeden Fall. Es wird richtig angenehm hier in der Halle, weil hier ist das wie im Brutkasten. Erstmal hast du da oben die Oberlichter, wo tagsüber schön der Planet reinknallt. Die Jungs sagten auch immer, sie könnten nicht mehr hier. Und da hat man schon mal mit schwarzer Plane oben abgedeckt, das ist das eine. Aber dann muss man auch raufgehen mit der Plane abdecken. Das Ding ist echt geil. Du hast auch zwei Monteure oder drei, die im Sommer in Urlaub gehen, den ganzen Sommer durch. Die kommen erst im Herbst wieder. Genau. Also, das ist echt eine Erfindung, muss ich echt sagen. Hut ab. Verbrauch, der Ventilator braucht ungefähr 1 kW pro Stunde. Also 1 kW ist weggeblasen, aber gegenüber einer normalen Klimaanlage gar kein Vergleich. Sehr, sehr schön. Tolles neues Gerät. Wir sagen, da haben wir uns mal was angeschafft, was echt Sinn echt macht. Spitze. Und die Jungs sind sich... Will ich mal fragen? Entschuldigung, ich habe mal eine Frage. Entschuldigung, was halten Sie denn von unserem neuen Klimagerät? Geil. Geil? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ist geil. Habe ich alle vorgekauft hier, Jungs. Habt ihr gut gemacht. Super. Ne? Die Kaffeekasse, ne? Ja, am Arsch. Ich bleib hier stehen. Nee, die sind echt davon total begeistert. Und gut, heute der Neues aus der Werkstatt, wie der Hans ja schon gesagt hat. Und die gibt es bei uns im Shop, kann man vorbestellen. Ne? Ja, echt schön, ne? Ja. Kann ich hier ein bisschen stehen bleiben? Der ist wirklich schön. Also, wenn ich hier eine halbe Stunde stehe, da habe ich Gefrierbrand nachher hinten am Namen. Aber
So. Meinst du, das alte Fleisch gefriert noch oder was? Hier, guck mal, wie frisch das noch aussieht hier. Das ist noch richtig stabiles Material. Audi. Sogar ein A4, ne? Von Baujahr 99. Ja, dann müsste es noch, ist das noch ein Audi 80? Oder ist das schon A4? A4. Ist schon ein A4. So. Da kriegen wir es ja wieder dann auf die Fresse, ne? Ja, klar. Wir kennen, weiß ja noch nicht mal den Unterschied zwischen einem Audi 80 und einem Audi, ja, A4. Und ganz ehrlich, wir kennen uns schon mit einigen Autos aus, aber bei uns ist eher die Technik. Ich habe auch vertauscht, auch manchmal ein Citroën mit einem Peugeot, sage ich, das ist ein Peugeot, weil der gleiche Motor da drin ist. Und so habe ich das hier auch. Also eigentlich interessiert mich die Technik innen drin. Und wenn jetzt hier so ein Wagen vom Schnitt her, haben wir eben manchmal einfach unser Thema, das ist nicht so 100%. Aber guck doch mal die Dinger an. Du hast einen Golf, was weiß ich, einen Golf 6 und einen Golf 7 da stehen. Worin unterscheiden die sich denn noch? Das sind ja Nuancen. So, also auf jeden Fall hier wissen wir zumindest wohl Bescheid. Das Auto hat gelaufen 142.000 Kilometer. Der Kunde bemängelt, dass irgendwann der hier blinkt und sagt, hat ein Öldruckproblem. Und hört euch das mal an. Achtung, ich starte den Motor jetzt. Er hat doch seit Jahren keinen Ölwechsel mehr gesehen. Tja. Joschi, was soll man da sagen, ne? Ja, das ist, wenn du da am falschen Ende sparst, glaube ich. Öldruck messen. Der ist doch Schrott. Boah. Guck mal hier, was hier für eine Tinte da drin ist. Für einen Dreck drin ist. Das Zeug kannst du als Sonnencreme benutzen. Ja, und hier rein füllt in den. Boah, guck mal hier. Ach du liebe Zeit, ja. So. Das setzt sich doch in die ganz feinen Bohren und Kanäle, Ölkanäle rein. Das ja. In die Ölpumpe rein. Unten in der Ölpumpe ist ja nochmal ein Ölsee, aber schau das mal. Aber guck mal hier, wie soll denn auch diese Pampe da durchgehen? Das ist Nutella, aber für maximal, naja. Ja, dieses Beispiel hat uns natürlich jetzt wieder wunderbar gezeigt, dass Nutella nicht auf den Motor gehört. Das ist maximaler Dreck da drin. Das ist unglaublich. Das ist kein Nutella mehr, das ist ja schon schwarz Nutella, deswegen ist es ein bisschen braun. Ja, da sollen wir den Öldruck messen. Das können wir uns schenken. Klar ist. Willst du die Hände nicht waschen? Hau ab. Klar ist. Dass das. Ich erkälte mich. Das Geile ist bei der Anlage, man erkältet sich nicht, weil es eben eine feuchte Kälte ist und keine trockene Kälte ist. Bei einer Klimaanlage erkältet man sich eher. Aber ist angenehm, oder? Ich finde es super schön. Also ich bleib hier. Ich bleib hier bei mir auch schön. Ich habe die Bürotür aufgemacht und habe es ins Büro reinpusten lassen. Ne? Seitdem gehe ich da nicht mehr raus. Sehr schön. Ich muss mich auch um meine Monteure kümmern. Die, volle Pulle. Ich habe mich selbst aus dem Konzert gebracht. Ja. Da müssen auf jeden Fall der Motor aufgemacht werden. Das muss alles gespült werden. Da muss die Ölpumpe sehr wahrscheinlich neu werden oder das Sieb unten gereinigt werden. Das ist die große Frage, ob der Kunde eine Investition tätigen möchte. Ist das der nicht schon, Holger, mit dieser Ölpumpe mit der Kette da unten? Nein, der hat das noch nicht. Nein, der hat ja nicht. Hat eine ganz normale Ölpumpe drin. Also da schätze ich mal die Reparaturkosten, wenn die Nockenwelle nicht schon kaputt ist, also das will ich gar nicht kalkulieren. Weil so wie ich das anhört, ist die Nockenwelle auch schon eingelaufen. Den fahren wir so gar nicht mehr raus, den schieben wir raus, den Wagen. Da müssen wir mit dem Kunden sprechen, dann ist eigentlich eigentlich ist er tot. Ja, eigentlich ist es ein Totalschaden. Man kann ja mal gucken im Serviceheft, ob man sehen kann, wann er den letzten Service hat machen lassen. Guck mal, das Auto an sich sieht doch gar nicht so schlecht aus. Da könnte man doch vielleicht sogar einen anderen Motor reinhängen gebrauchen, oder? Denn, wir aber nicht. Ja. Nee, das kannst du. Wir werden das mit dem Kunden absprechen, aber wenn es so klackert, regelmäßig Ölwechsel ist einfach wichtig und hier ist einfach, hat der Kunde wohl nicht so ganz drauf geachtet. Okay, gut. Palim, ich gehe mal gerade schon rein. Schlimm ist das. Wie klingelt das denn so? Ja, hübsch, ne? Das nehme ich meine Frau. Ja. Deine Frau? Ja, die ist hübsch, das stimmt. Okay, und wenn der Junge dann fertig ist mit dem Telefonieren. Gucken wir uns das nächste Auto an. Machen wir gerade Stopp mit dem Video. Hier haben wir etwas in eigener Sache nochmal zwischendurch. Ihr habt wahrscheinlich gesehen, unser Buch ist mittlerweile da. Wir haben eine ganze Menge davon zu signieren. Wir haben ja gesagt, wer bis zum 1. September bestellt, bekommt ein signiertes Buch. Ab heutigem Datum werden wir es nicht mehr signieren. Das schaffen wir nicht mehr. Wir haben wesentlich mehr verkauft,
als wir gedacht haben. Ihr könnt es trotzdem weiter bestellen auf Amazon oder beim Verlag Drömer Knauer oder bei uns im Shop. Könnt ihr das Buch erwerben. Ab dem 1. September wird es dann versendet. Und wir freuen uns natürlich riesig, dass das Buch so gut ankommt. Und wir werden, ich glaube, ewig damit beschäftigt sein, die ersten Bücher zu signieren. Aber wir machen es mit Freude, uns macht Spaß. Und ja, ab heute ohne Signatur. Was haben wir überhaupt hier? Was haben wir hier? Auto. Das ist auch ein Auto, ne? Das ist ein Ford. Oh. Das erkennst du hier dran. Ein JP Performance Auto, guck mal. Oh ja, schön. Ist das eingraviert in die Scheibe? Das ist ein Aufkleber, ne? Ein Aufkleber, darf man glaube ich gar nicht, ne? Aber gut. Guck mal, das ist ein Ford, erkennt man hier dran, an der Frontklappe. Und an der Pflaume. Achso, der hat den Dings, der hat Kompressor kaputt, ein Kompressorgeräusch gehabt, genau. Der kriegt einen neuen Kompressor und dann auch natürlich einen neuen Trockner hier rein. Trockner der sitzt eingebaut. Bei dem hier schön im Kotflügel verbaut. Das ist unheimlich toll angebracht. Trockner ist dafür da, um die Schwebeteilchen und auch die Feuchtigkeit aus der Klimaanlage zu beseitigen. Es ist im Prinzip wie ein Filter. Nur hat der, kennt ihr bestimmt, wenn ihr so ein Elektronikgerät kauft oder sowas, dann ist da meistens so ein kleines Päckchen drin mit so kleinen Perlchen, die saugen, die nehmen die Luftfeuchtigkeit auf. Ja. Und das Ding ist so komplett voll mit diesen Perlen und der trocknet eben die Anlage. Ja, da sind die dran, aber was soll ich sagen? Wenn man so eine Anlage aufmacht und offen stehen lässt, dann zieht dieser Filter die Luftfeuchtigkeit aus dem Raum und danach kann man den eigentlich wegschmeißen. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, hast du fertig telefoniert? Mit deiner hübschen Frau? Ja. Ja? Gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal nach dem nächsten Auto. Nimm mit. Das ist der und das ist der. Ja. So, ja, ein Stammkunde von uns, der ist gerade gekommen. Hast du Papiere? Funktioniert die Klimaanlage nicht? Die Klimaanlage nicht, ja, die Papiere hatte ich gar nicht. Jetzt gucken wir mal, ob wir... So, das ist ein Fokus. Da auf die Schnelle was Fokus von 2011. Okay, hat er schon mal einen Klimaservice gemacht? Das ist natürlich die Frage. Fokus von 2011 hat gelaufen, Kilometer, Tür offen. Kilometer, Tür offen. Oh, 248.682. Okay, cool. Da hat er schon mal was gemacht. Ja. Ich gebe mal die Daten ein, da können wir den mal kurz auslesen. Lesen wir mal eben aus. Das ist immer der erste Schritt, wie man vorgeht. Mal gucken, ob was im Fehlerspeicher drin steht. 2011er kann natürlich sein, dass der nie einen Klimaservice gemacht hat. Dann kann es sein, dass nicht genug Kältemittel in der Anlage drin ist. Schauen wir mal, wisst ihr jetzt auch gar nicht, wie immer, was passiert. Und mal hier vorne auf den Kondensator drauf, schon kann man bei dem Wagen gar nichts sehen, ist alles verbaut. Oh, also Klappen davor, die er normalerweise aufmacht. Okay, kann man nichts sehen. Gut, Jürgen liest jetzt mal aus. Ich hole in der Zeit parallel mal das Klimaservice-Gerät, um zu gucken, ob da noch Druck drauf ist auf der Anlage. Und dann geht die Reise da weiter. Mal gucken. So, welches ist das? R134A. Wenn ich das falsche Gerät habe, dann kann ich mich zweimal laufen. Die sehen gleich aus, nur dass eben vorne was anderes draufsteht. Das ist 134A, das andere ist 1234YF. Das ist das neue Kältemittel. Er hat aber hier noch das alte dran. So, schauen wir mal. Und was ist im Fehlerspeicher drin? Noch nichts. Ich muss erstmal einen Dongle reinmachen. So, dann schauen wir einfach mal. Klemmen hier die Hochdruckseite an. Und schauen mal, ob der Druck hier rauf geht. Ob noch Kältemittel drin ist oder nicht. Aufklemmen und jetzt drehe ich hier den Verschluss zu und dann müssen wir schauen, was da passiert. Nix. Leer. Anlage. Sollen wir Junge weiter auslesen lassen? Ja. Halt die Leine. Weiter auslesen. Gucken, was Ford so kann, was er im Fehlerspeicher drin stehen hat. Apropos Klimaanlage. Holger, mir wird langsam kalt hier. Ja, ne? Oh, mach schon. Da ist er. Jetzt. Es geht nur mit dem Finger. Ich bin gespannt, was drin steht. Hat nämlich kein Kältemittel mehr drin.
Nichts drin? Nein. Klimaanlage, Fehlerspeicher wird ausgelesen. Kein Fehlercode abgelegt. Nee, Holger, die ist in Ordnung. Ist kein Fehler abgelegt. Ja, ja. Ja, dann ist die Klimaanlage ja okay. Ja. Habe ich gerade angespuckt? Nein. Ja, dann ist die Klimaanlage in Ordnung. Ja, so ist eben auch geil, ne? So manche Diagnosen sind eben, Diagnosesysteme sind was besser, manche sind nicht so gut. Also bei VW wird jetzt zum Beispiel drinstehen, kein Klimadruck. Ja. Oder Kälte, Druck. Ja, so eine Anlage muss ja einen gewissen Druck haben. Wie viel Bar haben wir normal? 5 Bar? Ja, bei der Umgebungstemperatur jetzt, ja. 5 Bar. Die muss er wenigstens anzeigen. Und wenn er die nicht hat, wenn keine 5 Bar auf der Anlage drauf sind, sollte der Fehlerspeicher wenigstens sagen oder das Steuergerät wenigstens merken, hier ist kein Druck auf der Anlage, da stimmt was nicht. Aber da ist alles in Ordnung. So, jetzt drücken wir die Anlage erstmal mit Formiergas ab oder Stickstoff. Stickstoff ist halt billiger. Ja. Weil da, wenn gar nichts mehr in der Anlage drin ist, dann ist hier. Ich mach Motor aus. Schalten Sie mal bitte den Motor aus, Herr Faul. Jetzt geben wir Stickstoff drauf. Ist auch die gesetzliche Vorschrift, haben wir schon 30.000 Mal erzählt. Die uns regelmäßig gucken, wissen das. So. Jetzt geben wir hier Druck auf die Anlage drauf. Machen mal hier unseren Lüfter eben aus, damit es was ruhiger ist. Und dann geben wir jetzt hier Druck drauf und gucken, ob wir dann irgendwo schon zischen hören. Was können wir hier sehen, wie viel Druck wir drauf geben? Ja, er zischt es. Adnan! Da ist kaputt. Das zischt irgendwo raus. Ja. Schlauch kaputt? Anschluss? Da, das sieht aus, da. Hat sich durchgescheuert? Sieht aus, da. Die Aluleitung, ne? Ja. Ja. Die obere Leitung, die hier rüber geht, wo geht die hin? Nach da vorne. Boah, das ist die ganze Leitung. Ja. Oh, bis da hinten. Bis da rüber. Scheiße. Ja. Das ist die ganze Leitung. Oder geht sie nur bis da dran? Nee, bis dahin und ist da fest. Ah, okay, dann das ganze Teil, ne? Ach du Scheiße. Also hier, das ist diese Leitung, wie gesagt. Hier an der Stelle, das war lose, hat sich da durchgeschirbelt. Ja. Geht darüber, da lang. Hinten rum. Da oben rum, bis dahin. Da bist du alleine. Da brauchst du ja schon 2 Stunden, um die Leitung auszubauen. Alles freilegen. Oh, 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 das wird teuer. Ja. Kannst du nicht reparieren, aber das ist ja. Habe ich auch schon mal gehabt. Es gibt so typische Stellen, wo die Dinger sich immer durchscheuern. Ja, da haben sie schon so ein Gummi drum gemacht. Ja. Guck mal hier. Der ist schon extra. Ach guck mal, Ford hat ganz schlau, hat dann da schon so einen dicken Gummi drum gemacht. Kannst du mal leuchten und so. Erstmal das fest bitte. Ja. Da hier so einen dicken Gummi drum gemacht, da an der Stelle. Und das nützt aber nichts, weil die Stoß sind durchgeschoben. Wenn der Gummi sich auch noch durchscheuert. Ja. Gut. Hat man das auch mal wieder gefunden. Das war ja relativ schnell und unspektakulär. Kurz und schmerzhaft. Ja, kurz und schmerzhaft. Ja, ihr Lieben. Eigentlich war es das für heute. Für uns. Hat es wieder Spaß gemacht? Ja, ne? In jedem Fall. Mir macht es immer Spaß. Ja, bin ja wieder auferstanden. Von den Toten. Ja, Daumen rauf. In jedem Fall Daumen rauf. Bis dann nächst. Bitte abonniert uns. Bis dann nächst. Wir freuen uns aufs nächste Video. Genau. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ja, war ein einfacher Fehler, ne? Ja. Aber das wird richtig teuer. Ja.